Und da bin ich auch schon wieder ready für den nächsten Wanderausflug. Und zwar starten wir wieder in Rendsburg. Und diesmal geht es in die Klammen, zuerst in den Edmundsklammen, wo man auch eine super kleine, schöne Bootsfahrt machen kann. Ja, und ihr kommt jetzt einfach mit auf diese kleine Wandertour. Und zwischendurch schalte ich immer wieder kurz ein und erzähle ein bisschen was dazu. Also bis dann! Sehr kurzweilig, hat vielleicht 10-15 Minuten gedauert und ja, jetzt bin ich ausgestiegen und laufe weiter zum nächsten Klamm, nämlich den wilden Klamm, und da erwartet mich dann nochmal eine kurze Bootsfahrt und dann geht es wieder auf den Rückweg. Nichtsdestotrotz war auch die zweite Bootsfahrt sehr lohnenswert. Und jetzt heißt es für uns erstmal, weiter geht es den Wanderweg entlang. Und ja, schauen wir mal, wohin uns der Weg noch so führt. Geschafft! Der letzte Weg ist auch vollendet. Ich bin jetzt angekommen in Mersin-Luka. War jetzt auch gar nicht mehr so weit, das letzte Stück zu laufen, und bin jetzt hier direkt an dem Ort an der Bushaltestelle, und da gibt es einen Bus, der mich zurück zum Ausgangspunkt bringt, also wieder zurück Richtung Hotel, weil der Weg jetzt zurück wäre jetzt nicht unbedingt so schön zu laufen, geht auch viel an der Straße entlang, es sei denn, man nutzt die Option und geht jetzt noch weiter zum Prebisch-Tor, was natürlich auch eine tolle Möglichkeit ist. Das habe ich aber schon gestern gesehen, aber trotzdem unbedingt das Massiv hier in der Region. Da ich es aber, wie gesagt, gestern schon besucht habe, ist es jetzt heute keine Option mehr für mich. Für mich geht es jetzt zurück zum Hotel und dann schaue ich mal, was ich heute Nachmittag noch so anstelle.